Lenny, bist du da? Bist du hier unten? Ja, Moat. Runter und links. Mann, hast du eine schicke Bude. Ich frage mich immer noch, wie du dir das alles leisten kannst. Okay, okay. Damit du nicht dumm stirbst, kann ich dir ja mal die Geheimnisse zeigen, die mir helfen. Ja, kannst du machen. Aber du, Lenny, sag mal, hast du Zucker? Wirst du sicher nicht durch halb Berlin gelaufen sein, nur um dir bei mir eine Tüte Zucker zu borgen. Doch, eigentlich schon. Ich meine, ey, damals war es halt eben geiler, als du noch 2 Minuten weggewohnt hast in Berlin-Mitte. Das war cool. 2 Minuten, zack, und da war ich. Mann, dann zieh doch einfach zu mir in die Ecke. Die Bude um die Ecke ist frei geworden. Die Hütte von dem Norbert, der hat irgendwas mit Umwelt zu tun, ist auch absolut nicht teuer. Hey, wenn ich mit Angie rede, kann ich sicher ein gutes Wort bei ihr einlegen. Wie gutes Wort? Du sprichst mit Angie? Nicht mehr nur mit Joachim? Naja, ich komme ja doch nicht drumherum. Einmal die Woche gibt's Kaffeerunde. Und Joachim meinte, oh, ich soll mal halt vorbeikommen. Ist ganz lustig. Aber hey, keine Angst, wir bleiben trotzdem beste Freunde. Ach, da habe ich absolut keine Angst. Aber du meinst echt, die kann mir da die Hütte irgendwie günstiger besorgen? Ich meine, ey, nix gegen Norbert, aber der hat auch nicht gerade schlecht verdient. Ja, die macht das schon. Joachim redet Norbert gut zu und sollte Norbert nicht spuren, dann hat Joachim immer noch seine Geheimwaffe, ne, die Angelika. Hast du wohl Bock, hier rüber zu ziehen? Klar, ich meine, hey, Kreuzberg ist toll, aber ist eben nicht mehr das Wahre, ne? Ich wohne da ja auch nur noch, weil ich nicht mehr weiß, wohin. Außerdem würde ein Umzug hierher natürlich viele Vorteile bringen. Ja, stimmt. Du brauchst nicht mehr 20 Minuten mit der U-Bahn zur Schenke. Und zum anderen wohne ich hier in Moabit. Und zur Schenke ist es nicht so weit. Nicht mal 10 Minuten zu Fuß. Ja, wo du sagst, Alter, ich glaube, wir sollten mal über einen Umzug nachdenken. Wieso nachdenken? Los geht's. Hey, ich stehe in einer Woche vor deiner Tür. Mit Umzugswagen und mit Werner. Und er wird mithelfen. Ja klar, wir haben ihm ja auch geholfen. Da muss er uns auch helfen. Moment, ich ruf mal eben Jochen an. Der soll das klar machen. Augenblick. Lenny? Ach, egal. Du machst jetzt schon, ey. Nur muss ich 3 Monate im Voraus kündigen. Apropos, Werner, warte mal. Ich sag mal dem Werner schnell Bescheid, der soll hier ja nicht abhauen. Ja, Jochen. Genau, Alter. Die Wohnung vom Nobby. Und der wohnt doch eh nicht mehr lange da drin. Erst NRW verseucht und dann hier in Berlin Abfuhr bekommen. So viel zum Thema Umwelt. Und dem sein Leben ist im Arsch, ne? Also, mach die Bude klar. Ich sag doch mal Werner Bescheid. Mord, der Werner ist auch da. Nee, der ist doch so Rasenmäher geil, der Werner. Nicht, dass der an den Rasenmäher vom Jochen rummacht. Mann, ich sollte mal schnell hochgehen. Du Jochen, alles klar, ich muss Schluss machen, ne? Ich muss mal eben rauf, so. Ich glaube, Werner baut wieder Mist. Okay, bis später. Ciao, grüß Angie. Werner, ich glaube, das ist nicht gut, wenn du den Meer laufen lässt, während du da irgendwas schauen willst, unten drunter. Also ich würde an deiner Stelle würde ich den Rasenmäher einfach ausschalten. Ist ja schon gut. Du bist der Häuptling, ey. Du warst ja lang genug bei diesem blöden Springer Verlag. Kennst dich aus mit Technik und Arbeitsschutz. Wie konnte ich nur an deiner Integrität zweifeln, alter Werner? Ja, die 90.000 geführten Jahre in der Gewerkschaft, ey, die du da als Gewerkschaft hält, verbracht hast. Ey, tut mir leid, mach was du willst. Ich helfe dir nicht mehr, Werner. Wie? Was? Gewerkschaft? Weißt noch, Moat, als Werner sagte, er war 30 Jahre der Polecker der Gewerkschaft. Mann, Werner, nimm's leicht. War doch nur ein Scherz. Aber Werner, lass das mal besser mit der Hand da reingreifen. Werner, nee. Nun weiß ich, wie es wohl ist und wie es ausschaut, wenn ein Leprakranker seinen Arm verliert. Hey Moat, wir müssen ihm helfen. Mach los, schnell hin. Ich bin Werners Arm ab und du versuchst den Arm zu halten. Und ich wähle erstmal den Notarzt. Hab ich eingespeichert. Hey, chill out, Lenny, locker bleiben. Hey Werner, merkt doch eh gerade nichts mehr. Der Arm ist fast ab. Wieso greift denn der Alte eigentlich da in den Rasenmäher rein? Direkt ins Rotorblatt. Und wieso hast du die Nummer vom Notarzt im Handy gespeichert? Ist mir scheißegal, ob das Motorblatt schief war. Mann, wieso greifst du da rein? Gerade biegen. Das ist krank. Hey, du wolltest die Scheibe gerade biegen? Während das rote Blatt noch im Drehen ist. Ey Werner, du bist doch total krank. Ganz genau, total. So viel zum Thema Arbeitsschutz. Wenn du im Krankenhaus bist, geh erstmal in die Schenke was saufen. Da bin ich dabei, ey. Das Beste ist, ey, der Werner, der kann nicht mit. Also mehr Freibier für uns, Lenny. Ganz genau.